Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Vor 30 Jahren ungefähr, da war Opel eine Kultmarke. Und es gab den Opel Manta und es gab die Manta-Filme mit Bertie und seiner Manta-Crew. The Fast and the Currywurst, sage ich nur. Und jetzt hat Opel hier den Opel Mokka E in der Elektro-Variante rausgebracht, der so ein bisschen an den Manta erinnern soll. Und vielleicht tritt er ja auch so ein bisschen in seine Fußstapfen, was das Kultauto angeht. Zumindest optisch, würde ich mal sagen, ist der Mokka das spannendste Auto, was Opel seit vielen Jahren auf den Markt gebracht hat. Und hier in dieser Elektrovariante hat er einen 50 Kilowattstunden großen Akku. Das ist für so ein großes Auto vielleicht gar nicht so viel. Und wir gucken uns heute mal an, wie weit kommt der Mokka E eigentlich? Auf meiner Reichweitenstrecke auf der Autobahn zwischen Bremen und Bremerhaven, 130 Kilometer hin und zurück und das bei Tempo 130. Das wird garantiert ein spannender Test und ich nehme natürlich wieder eine Ladekurve auf. Und ihr seid dabei, deswegen bleibt dran. Tja, Opel hatte ja viele Jahre lang ein Imageproblem. Nicht umsonst gab es den Spruch, jeder Popel fährt ein Opel, jeder Lord fährt ein Ford. Dem versuchen sie jetzt natürlich ein bisschen entgegenzuwirken, durch bessere Autos natürlich und auch hochwertigere Autos. Da ist natürlich der Opel Mokka E hier das beste Beispiel dafür, wie man die Kunden begeistern kann. Also zumindest von außen sieht er schon mal tipptopp aus. Wenn ich mir den Innenraum hier angucke, der ist schon doch relativ hochwertig. Natürlich ist hier sehr viel Hartplastik, also hier an den Türen oben ist Hartplastik, hier ist Plastik in Form von so einer Carbon-Optik, auch hier vorne ist Carbon. Das ist Kunststoff in Form von so einer Chromleiste, wobei man dieser Chromleiste den Kunststoff sehr deutlich ansieht. Hier haben wir sehr viel Klavierlack. Da kann man geteilter Meinung sein, ob man das gut findet oder nicht. Es ist auf jeden Fall sehr Fett, Schmutz, Staub und kratzanfällig, aber es sieht erstmal im Neuwagen zumindest sehr gut aus. Hier vorne haben wir so ein großes, dem Fahrer zugedrehtes Monitorpanel mit zwei Bildschirmen. Einmal so ein 10 Zoll großes Navi und einmal ein 12 Zoll großes Fahrerdisplay hinterm Tacho. Alles sehr übersichtlich gestaltet, auch die Knopfanzahl, ja, wir haben immer noch Knöpfe hier, das hält sich in Grenzen. Wir haben hier so Assistenzsysteme, die man einschalten kann, die Drive Modes, die Klimatisierung und hier vorne noch so ein paar Sachen für das Navi und die Apps. Natürlich Lenkradtasten und so weiter, das kennt man ja. Im Prinzip ist es so ähnlich, wie es auch beim Corsa war, den bin ich ja auch schon mal gefahren. Ich verlinke euch das Video hier oben mal. Und der Witz ist ja im Prinzip, dass obwohl dieses Auto ja viel größer ist als der Corsa, hat es im Prinzip die gleiche Technik an Bord. Das heißt, der Akku ist genau der gleiche und hat eben diese 50 Kilowattstunden, wovon so rund 47 Kilowattstunden ungefähr nutzbar sind. Das ist natürlich nicht viel für so ein großes Auto, ne? Und da muss man mal gucken, wie weit man damit kommt. Angegeben ist er ja mit 317 Kilometern nach WLTP. Und hat einen Durchschnittsverbrauch kombiniert mit so rund 18 Kilowattstunden. Nach Adam Riese kann das schon mal nicht sein. Mit 18 Kilowattstunden komme ich nie 317 Kilometer, wenn ich 47 Kilowattstunden nutzbar habe. Da muss ich dann eher so Richtung 14 oder 13 Kilowattstunden gehen. Aber wo ich den Wagen vorhin hierher gefahren habe, zu mir vom Händler, das sind so 15 Kilometer gewesen, durch die Stadt, da habe ich ihn immerhin mit 12, irgendwas Kilowattstunden bewegt bei so Tempo 50 in der Stadt. Also das lässt doch einiges hoffen. Und ja, ich begebe mich natürlich jetzt wieder auf meine Reichweitenstrecke Bremen, Bremerhaven und zurück. Das sind die 130 Kilometer. Wir haben heute sehr gutes Wetter. Es ist 16 Grad draußen. Das ist natürlich für den Verbrauch vom Vorteil. So, wir können starten. Wahlhebel steht auf D und dann geht's jetzt los.
So, Stand Abfahrt, 95% im Akku und 298 Kilometer angezeigte Reichweite. Da bin ich gespannt, ob der auf der Autobahn bei diesen Temperaturen, wir haben es nämlich gerade 17 Grad, es ist ziemlich warm heute und sonnig, ob er da diesen Wert auch einigermaßen halten kann. Wie gesagt, laut WLTP 317 Kilometer Reichweite kombiniert 18 Kilowattstunden auf 100. Ich fahre diesen Test im Normalmodus. Der Wagen hat drei verschiedene Fahrmodi, Eco, Normal und Sport. Aber wie gesagt, verwende ich jetzt hier Normal und habe die Rekuperation hier auf Stufe B gestellt. Das bedeutet, dass wenn ich das Gaspedal lupfe und Strom wegnehme, dann verzögert er fast bis zum Stillstand. Ja, ganz kommt er nicht zum Stehen, er rollt ein bisschen weiter. Aber so ist halbwegs One-Pedal-Driving möglich und das will ich immer, das gefällt mir am besten. Und so gewinne ich natürlich auch während der Fahrt am meisten Energie zurück. Ja, der Mokka E beschleunigt so rund in 9 Sekunden von 0 auf 100. Das ist gerade im Normalmodus irgendwie nicht zu spüren. Da ist es deutlich träger. Also richtig flott ist es nicht. Es ist natürlich völlig ausreichend, aber da habe ich schon bessere E-Autos erlebt, was das angeht zumindest. Er hat knapp 100 kW, 136 PS. Das klingt erstmal viel, aber er wiegt auch 1,5, 1,6 Tonnen knapp. Und die wollen natürlich auch erstmal hochgewuchtet werden, ne? Ja, und bei herrlichstem Wetter geht's jetzt gleich auf die Autobahn. Hier im Normalmodus ist auch die Elastizität relativ gut. Also klar gibt es auch Elektroautos, die schneller beschleunigen, aber mit so einem relativ großen Auto ist das völlig okay. Kommt jetzt kein Sportwagen-Feeling auf, aber das muss es auch nicht. Ich glaube, diesen Anspruch hat der Mokka auch gar nicht. Aber er fährt sich jetzt hier auf der Autobahn bei Tempo 120 sehr, sehr ruhig. Und auch die Windgeräusche, die man durchaus hört hier vom Außenspiegel, sind nicht so störend, sind sehr, sehr leise und Rollgeräusche von den 18 Zöllern, die er drauf hat gerade, sind auch sehr, sehr dezent. Also das ist doch recht angenehm. So, hier ist wieder Tempolimit aufgehoben. Ab jetzt heißt es 130 bis Bremerhaven. Die Strecke ist frei, sollte also ohne Probleme gelingen. Den Mokka E gibt es hier übrigens in vier verschiedenen Ausstattungslinien. Ich habe jetzt hier die Ultimate, also das ultimative Geschoss sozusagen, ist auch mit die teuerste Ausführung. Der Wagen, so wie ich ihn jetzt hier fahre, kostet so rund 42.000 Euro, also ohne Förderung. Da kann man aber 9.000 abziehen, dann ist man so bei 33.000 Euro. Und das ist tatsächlich im Prinzip ein minimal billiger als der Benziner in der gleichen Ausstattung dann. Also das ist doch immerhin schon mal gut. Die anderen Ausstattungslinien sind die Edition, die Elegance und die GS-Line. Die GS-Line gefällt mir ehrlich gesagt auch noch ziemlich gut. Gerade hat die auch so einen roten Streifen an der Außenseite. Und der Wagen hier hat auch die üblichen Assistenzsysteme. Er hat aktiven Spurhalteassistent, aktiven adaptiven Tempomat. Das funktioniert auch tatsächlich alles reibungslos. Habe ich gerade jetzt das erste Mal angeschaltet. Und die Teile hier verrichten anstandslos ihren Dienst. Bis jetzt habe ich noch keinen Grund zu klagen. Also trotz der leichten Windgeräusche vom Außenspiegel ist es hier doch sehr leise. Und auch Fahrverhalten hier vom Fahrwerk gut abgestimmt, nicht zu hart, nicht zu weich. Der Wagen wankt nicht, er schwankt nicht, er liegt satt auf der Straße. Das weiß zu gefallen. So, nach den ersten 30 Kilometern, da bekomme ich schon leichte Zweifel hier, was den Verbrauch angeht, weil wir liegen jetzt bei 23 Kilowattstunden.
bei Tempo 130 auf der Autobahn und wir haben ja gerade erst angefangen. Da bin ich gespannt, wie sich der nachher entwickelt. Wir haben so gut wie gar keinen Wind, also es ist ganz ruhig das Wetter und wir haben relativ optimale Bedingungen mit 15 Grad und Sonne. Also da sollte doch der Mokka eigentlich einen ganz guten Verbrauch an den Tag legen. So hoffe ich zumindest. Ja, wir haben jetzt 44 Kilometer gefahren und 24 Kilowattstunden auf 100. Das ist doch ganz schön viel, muss ich sagen. Wenn ich bedenke, ich habe ja zuletzt den BMW iX3 gefahren. Der lag bei seiner Größe nur ganz unwesentlich drüber. Das verspricht eine interessante Fahrt zu werden, zumal wir ja auch nur 47 Kilowattstunden im Akku haben hier. Ja, das ist natürlich hier ein Crossover-SUV und das Platzangebot ist gar nicht so groß, wie es vielleicht von außen aussieht. Ich habe auch das Gefühl hier im Fußraum, dass der irgendwie kleiner ist als normal, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß nicht so wohin mit meinen Beinen bzw. meinen Füßen. Es kommt mir irgendwie kleiner vor als in anderen Autos, kann ich jetzt gar nicht sagen. So, wir haben gleich Halbzeit. Wir haben jetzt hier 60 Kilometer gefahren und einen Durchschnittsverbrauch von 23,8. Die Restreichweite allerdings ist von 298 Kilometer auf 150 Kilometer gesunken. Also mal eben um 50%. Akkustand ist noch 63%. Da kamen wir von 95%. Also haben wir jetzt 32% Akkuverfahren bei 60 Kilometer. Und hier ist jetzt wieder meine Abfahrt, das heißt, es geht wieder runter von der Autobahn und dann machen wir die Wende und dann geht es nochmal 65 Kilometer zurück. So, in Bremerhaven angekommen, 64 Kilometer gefahren, 23,1 Kilowattstunden im Durchschnitt und wir haben noch 144 Kilometer Rest. Wir haben jetzt also fast 150 Kilometer verloren bei 64 Kilometer Strecke. Das ist das Doppelte fast, mehr als das Doppelte von dem, was wir gefahren sind. Jetzt wird es auf der Rückfahrt nicht mehr ganz so schlimm sein, weil ja die Berechnung immer genauer wird, je leerer der Akku ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich schon ganz schön viel. Es ist einfach nur schade, dass der Mokka E hier so einen kleinen Akku hat. Mit ein bisschen größerem Akku hätte man halt ein bisschen mehr Reserve und könnte dann weitere Strecken kommen. Aber so wie das jetzt aussieht, ist er halt auf gar keinen Fall ein Autobahnfahrzeug, zumindest nicht für längere Strecken. Kurz mal eben um die Stadt rum, das mag ja gehen, aber Langstrecke wahrscheinlich ist es eher nicht so das Ding von dem Mokka E. Ja, das ist halt das Problem, wenn du so einen Luftwiderstand hast wie der Opel Mokka E hier mit 0,32 CW-Wert. Dann ist es so, dass bei höheren Geschwindigkeiten einfach der Verbrauch immer höher wird. Und wir liegen jetzt ja bei 23,6 Kilowattstunden. Und in der Stadt, denke ich mal, da ist er sehr, sehr sparsam zu bewegen. Das habe ich ja vorhin gemerkt, wo ich unterwegs war in der Innenstadt. Da lag ich so zwischen 12 und 13 Kilowattstunden. Das ist echt ein Spitzenwert, sehr, sehr gut. Aber hier bei 130, das ist einfach nicht so seine Stärke, ne? Und da hat man dann, was die Reichweite angeht, ganz schlechte Karten. So, 80 Kilometer unterwegs und ich habe jetzt noch genau 100 Kilometer Restreichweite und 51% im Akku.
Das würde jetzt rechnerisch bedeuten, dass ich mit 100% ungefähr 160 Kilometer auf der Autobahn kommen kann. Ja, man muss bei der Reichweitenanzeige wirklich aufpassen. Wenn die in der Stadt die 300 Kilometer anzeigt, dann ist das halbwegs machbar im Stadtverkehr. Aber sobald man dann auf die Autobahn fährt, dann schmilzt die Reichweite doch rapide runter. Und jetzt habe ich noch knapp 40 Kilometer zu fahren und habe noch 74 Kilometer Restreichweite. Das ist verdammt wenig, finde ich, dafür, dass vorher 300 angezeigt wurde und ich am Ende auf der Autobahn nur knapp 160 Kilometer komme. Jetzt haben wir genau 120 Kilometer zurückgelegt und ich habe noch 50 Kilometer Restreichweite und 29% im Akku. Der Verbrauch im Moment 23,9 Kilowattstunden auf 100 und da vorne in wenigen 100 Metern fahren wir dann gleich von der Autobahn wieder runter. Und dann gucken wir mal zu Hause, wo wir am Ende gelandet sind. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass ich zu Hause noch ein bisschen nachladen muss, um nachher zum Schnelllader nach Goldbach zu kommen. Weil die 30 Kilometer bis dahin auf der Autobahn, die werden jetzt wirklich zu knapp. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. So, wir sind wieder angekommen. Wir haben 129 Kilometer zurückgelegt und einen Durchschnittsverbrauch gehabt, summa summarum von 23,1 Kilowattstunden und haben noch 27% Rest im Akku und 56 Kilometer Restreichweite. Ja, der Verbrauch war doch ganz schön hoch, muss ich zugeben. Der Wagen ist eben auch sehr hoch aufbauend und bei dem kleinen Akku, da kommt man natürlich nicht ganz so weit damit. Das ist eben dem Luftwiderstand und der Stirnfläche geschuldet. Da sinkt die Effizienz. Ja, im Vergleich zum Opel Corsa E, den ich gefahren bin, liege ich hier doch 3 Kilowattstunden drüber. Und wenn man dann 33.000 Euro dafür auf den Tisch legt, bei dieser großen Vollausstattung hier, dann hat man eventuell auch mehr Ansprüche. Die kann der Wagen allerdings so nicht erfüllen. Also Reisen auf Langstrecke würde ich hier nicht empfehlen. Das ist einfach zu langwierig. Apropos langwierig, ich muss ja noch mal testen, wie schnell lädt er denn? Er soll ja bis zu 100 kW Ladeleistung haben. Und jetzt testen wir gleich mal am Schnelllader, wie lange es denn dauert, den Akku hier von möglichst unter 10% bis wieder auf mindestens 80% vollzuladen. Ja, das Interessante ist nach meiner Reichweitenfahrt, dass die reale Reichweite hier von dem Mokka E im Prinzip fast genau mit dem, was Opel mit dem Reichweitenrechner auf ihrer Webseite ausgibt, übereinstimmt.
Das ist schon richtig cool. Das heißt, wer weiß, wie er unterwegs sein wird, kann sich mit diesem Reichweitenrechner auf der Opel-Website beim Mokka E genau ausrechnen, wie weit er eigentlich kommt und ob das Auto was für ihn ist. Denn wir haben ja gesehen, für die Autobahn ist das Auto eher nur bedingt geeignet, da ist der Verbrauch dann doch zu hoch bei dem kleinen Akku. Der kleine Akku ist das Manko. Wenn der Akku größer wäre, wäre das alles gar kein Thema. Die Ladeleistung ist auch okay, 100 kW wird gehalten. Und nach einer halben Stunde am Schnelllader ist man eigentlich wieder unterwegs. Das ist völlig okay. Dennoch ist es halt so, dass man zu viel Ladestopps machen muss für die Langstrecke. Das heißt, der Wagen ist eher was für den Stadtbereich oder, wie sagt man so schön, das urbane Umfeld. Und da spielt er echt seine Stärken aus. Da ist er auch wirklich effizient. Ich habe ja auf der Fahrt vom Autohaus hier zu mir so einen Verbrauch gehabt in der Stadt von so rund 12, 13 Kilowattstunden. Und das bedeutet, da kommt er die 300 Kilometer aber wirklich in der Realität. Und das ist doch mal ein sehr guter Wert. Das heißt, dafür ist der Wagen prädestiniert. Nun ist das halt so, dass dieser Wagen dann doch auch eher die junge Zielgruppe anspricht. Und die Frage ist, was wollen die? Wollen die auf Reisen gehen? Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist ein Wagen zum Cruisen. Ich will nicht sagen posen, aber die Optik ist einfach auch ein bisschen dafür geeignet. Und das ist der Wagen, um durch die Stadt zu kurven, ne? Und dafür ist der Wagen tipptopp. Dafür kann ich ihn euch wirklich empfehlen und ich würde euch mal raten, fahrt den mal Probe. Er fährt sich gut, Assistenzsysteme sind erste Sahne, alles ist da, was man braucht. Preislich gut, der kostet eine Menge, also 33.000 für dieses High-End-Modell, Ultimate. Es gibt auch günstigere Modelle, die Edition oder Edition oder wie er heißt auf Deutsch, der fängt bei 25.000 an. Da ist die Ausstattung aber nun doch ein bisschen spartanischer. Nichtsdestotrotz, bildet euch selbst eine Meinung, würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich finde unter meinen Videos oft so Kommentare wie können Sie als Autojournalist dieses oder jenes nur sagen? Ja, das Problem ist, ich bin gar kein Autojournalist. Ich bekomme auch gar kein Geld dafür, dass ich solche Videos drehe, außer so ein paar Kröten von den Werbeeinnahmen von YouTube. Im Gegenteil, ich opfere meine Freizeit, um euch die Autos vorzustellen und meine Erfahrungen mit diesen Autos und meine persönliche Meinung als ganz normaler Autofahrer, der vielleicht ein bisschen Ahnung von Elektromobilität hat, kundzutun. Und damit hoffe ich euch, ein bisschen zu helfen, wenn ihr euch überlegt, so ein Auto zu kaufen. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Und wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.